Oh. Tag, der Marco vom Ehrlichen Essen. Heute gibt es ein schnelles Video, nämlich ein schnelles Rezept, ganz ohne Kochen. Eigentlich nur zusammenmischen. Das Ergebnis ist umso geiler, nämlich ein ganz schneller, ultimativer Curry-Dip. Zum Grillen, zum Fondue, zum Dippen von, selbst wenn ihr möchtet, Gemüsesticks oder so. Ha, mega. Brot, tunken, lecker. Wie einfach das geht, das zeige ich euch. Wie immer, ganz schnell. Da hinten, da unten, bei mir, in der Küche. Obwohl sie kalt bleibt heute. Kalte Küche quasi. Für unseren ultimativen, mediterranen, schnellen Curry-Dip brauchen wir 200 Gramm saure Sahne, wahlweise geht auch Schmand. 200 Gramm eine schöne Mayonnaise. Gewürze, Salz, weißer Pfeffer, Knoblauchgranulat. Es geht auch frischer Knoblauch, aber der bleibt dann immer so stückig. Ja, und ich möchte das pulverig haben, deswegen favorisiere ich hier, wie so oft, das Knoblauchpulver und Curry. Ja, guter, schöner, leuchtender, gelber Curry. Und das alles kommt in eine große Kumme. Das Rezept ist eins meiner Lieblingsrezepte, weil 1, 2, 3, 4, 5 Kummen. Mega. Auf geht's. Eine große Kumme. Ha, herrlich. Und da kommt jetzt rein 200 Gramm Schmand. Schalons. Mayo. Der Dip ist natürlich nicht für eine Person, ne? Den kann man schön zum Grillabend mitbringen, zum Grillnachmittag, zum Fondue. Ach, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Die Gewürze. Und das Wichtigste, Curry. Rein damit. Und jetzt mit dem Schneebesen. Rühre Mann und Söhne. Fangen wir mal an. So. Und dann so schön gelb. Fertig. Und normalerweise bin ich kein Fan von großartig was in den Kühlschrank zu tun und zu warten. In diesem Fall lohnt sich das. Eben eine Stunde im Kühlschrank durchziehen lassen, dann wird es noch besser. Da ist sie, die Soße. Schon mit ein bisschen Brot. Genau so kann man sie anservieren. Wie gesagt, zum Grillen, zum Fondue, zum Snacken, zum Dippen sogar von Gemüse, ja. Und ich bin kein großer Gemüsefan. Aber mit der Soße geht fast alles. Mega! Ta-da-da-da! Der Dip mit Brot. Wobei, ich müsste es andersrum halten, ne? So, der Wichtige ist ja der Dip, nicht das Brot. So. Aber egal wie rum, der Hauptdarsteller ist der Dip. So. Und jetzt, nachdem er so eine Stunde im Kühlschrank gezogen hat, kann man den auch mit allerbestem Gewissen essen. Boah, mega. Ich muss nichts mehr sagen. Machen. Macht es nach. So. Tschö. Tag, der Marco vom Ehrlichen Essen. Heute machen wir etwas, ein ganz schnelles Video. Und passend zu einem schnellen Video auch ein schnelles Rezept. Nämlich ein ganz schneller, ultimativer, mediterraner Curry-Dip. Ja, den man so beim Grillen zum Fleisch, zum Brot, selbst so Gemüsesticks, so Fondue, mega. Und wie schnell und wie einfach dieser Curry-Dip geht. Ihr müsst entschuldigen, es ist mega heiß hier drin, ne? Irgendwie 27 Grad aktuell. Puh. Sehr, sehr heiß in der Küche. Deswegen machen wir es nochmal. So scheiß. Tag, der Marco vom Ehrlichen Essen. Heute machen wir nicht nur ein schnelles Rezept, sondern wahrscheinlich auch ein schnelles Video. Wieso wahrscheinlich? Schön, dass du zugeschaut hast. Das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.